Ich bin Lauren, studiere biomedizinische Technik im Master an der TU Ilmenau. Biomedizinische Technik ist ein technischer Studiengang, der sich mit der Anwendung in der Medizin beschäftigt. Zum Beispiel die verschiedenen Geräte, die beim Arzt oder auch im Krankenhaus zu finden sind, werden von uns entwickelt und auch hergestellt. Für ein Studium in der biomedizinischen Technik sollte man auf jeden Fall ein Interesse für Technik mitbringen und neugierig sein. Bewegt hat mich dazu, biomedizinische Technik zu studieren, die Anwendung in der Medizin. Und später stelle ich mir vor, in einem Entwicklerteam in der industriellen Forschung und Entwicklung und dann zum Beispiel an Geräten und Verfahren zur Krankheitsfrüherkennung zu arbeiten. Es gibt an der Uni verschiedene Vertiefungsrichtungen im Master, das sind insgesamt 5 Stück. Und ich habe mich für die Augenheilkunde entschieden. Grund dafür war, dass dort noch besonders viel Forschungsbedarf besteht. Ich hatte auch die Gelegenheit, an 2 ausländischen Unis mitzuwirken, an Kooperationsprojekten, um die EEG-Messungen noch weiter zu verbessern. Ich finde mein Studium nachhaltig und aktuell relevant, weil es eben noch sehr, sehr viele Krankheiten zu erforschen gibt oder auch effiziente Therapieverfahren zu entwickeln. Zu Beginn des Studiums gibt es immer eine erste Woche als Einführungswoche. Ansonsten gibt es eben noch verschiedene Vereine, um neue Leute kennenzulernen oder auch Sportvereine. Ein Highlight in meinem Studium ist auf jeden Fall, dass man Teil eines großen Ganzen ist und man die Möglichkeit hat, an aktueller Forschung teilzunehmen. Biomedizinische Technik könnte man mit einem bunten Blumenstrauß vergleichen. Zum Beispiel haben wir eben gerade im Bachelor verschiedene Grundlagen gelernt und im Master kann sich dann jeder seine Lieblingsblumen heraussuchen und die entsprechende Vertiefung wählen. Mein Studiengang Biomedizinische Technik in 3 Worten: Technik, Innovation und Gesundheit.